Also heute haben wir den Tanzwettbewerb, der wird vom Freizeitpark organisiert von Michael, der ist auch schon bereit auf der Bühne. Und wir Team hat uns überlegt, dass wir so einen kleinen Mitmachtanz machen und wir hoffen jetzt einfach, dass ganz viele Kinder gleich mitmachen und auch ganz viele Teamer. Ich bin Kandidat, da ich Neumünstrum verbessern möchte und die ganzen Leute hier sollen höhere Löhne bekommen, weil sie sehr hart arbeiten und dafür auch belohnt werden sollten. Ja, Ada ist gerade beschäftigt, selbst ein Interview zu geben. Aber Ada und ihr Bruder Effe, die beiden haben sich selbstständig gemacht mit einem total lecker Schokoladen-Obstspießverkauf. Und das ist eines von den vielen Gewerben, die wir hier neu haben, die auch Gewerbesteuer im Rathaus bezahlen. 20% zahlt ihr, ne? 20% zahlen die. Und wir haben jetzt hier den Obstspießstand. Wir haben Textilien, die verkauft werden, wir haben Ninjago-Hefte, wir haben Waffelstände und. Also ganz viel ist hier in der Stadt los. Und wir sind gespannt, wie es auf der Bühne weitergeht. Gleich kommt nochmal ein Tanzwettbewerb und danach geht es dann weiter mit dem Ergebnis der Kommunalwahl hier in Neumünstrum.